Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 8.7.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, gehen wir in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir eine neue Lackierung, die Strandwelle für 700 V-Bucks. Wir fangen jetzt auf der rechten Seite mit dem tiefen Dab an. Den finde ich nicht wirklich so prickelnd. Kriegt von mir 5 von 10. Er hat hier ein Voting von 2,69 von 5 bei 13 Votes am 20. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen, zweimal seit dem 20 Reminders. Dann geht's weiter mit der Dschungelspeerin. Ich bin da kein Fan von der, das wisst ihr. Auch wenn sie sehr beliebt ist, geht von mir 4 von 10 nur für 800 V-Bucks. The Jungle Scout. Ich weiß, hammerbeliebtes Teil. Kriegt hier 4,14 von 5 bei 64 Votes am 28. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen, 25 Mal seitdem, 104 Reminders. Setzt mal im Shop vor 24 Tagen. Und dann haben wir die magischen Schwingen, die Magical Wings. Finde ich super cool. Kriegen von mir 8 von 10. Wir haben hier ein Voting von 4,33 von 5 bei 42 Votes. Am 16. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem, 65 Spiel meines, das letzte Mal im Shop vor 17 Tagen. Tropenschnitt. Der Fresh Cut. Tropenschnitt für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 6 von 10. Finde ich auch nicht so besonders, das Teil hier. Hat hier ein Voting von 3,27 von 5 bei 11 Votes. Am 13. März 2019 ist das mal drin gewesen, 6 Mal seitdem, 21 Reminders, letztes Mal im Shop vor 19 Tagen. Dann haben wir den Ratschlag, das ist ein Fortbewegungs-Emote, kriegt von mir 7 von 10 für 500 V-Bucks, das ist Cartwheeling. Und Cartwheeling hat hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 4 Votes, am 25. Mai 2019 ist das mal drin gewesen, seitdem zweimal, 5 Reminders. Dann kommen wir zum Rebellion, den finde ich persönlich, diesen Schrottroboter finde ich nicht so wirklich toll, kriegt von mir 6 von 10. Hier mit den Spraydosen da hinten, das Bärchen dran. 6 von 10 für den Rebellion, für 1500 V-Bucks das Teil. Hat hier ein Voting von 3,31 von 5 bei 16 Votes, 24. Februar 2019 ist das erste Mal drin gewesen, dreimal seitdem 38 Reminders, letztes Mal im Shop vor 58 Tagen. Dann sind wir bei diesem verstohlenen Schwarz, diese ja, Kohlefaserfarbe. Mega cool finde ich die persönlich. Obwohl sie so schlicht ist, ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. Kriegt von mir deswegen 9 von 10. Und das ist das Stealth Black. Und das hat hier ein Voting von 4,31 von 5 bei 13 Votes am 17. April 2019. Das ist mal drin gewesen, wie immer seitdem. 16 Reminders, letztes Mal im Shop vor 75 Tagen am 24. April 2019. Dann sind wir bei diesem Luftkampf. Ja, ist halt so eine Military Flag Tarn Geschichte hier, diese Lackierung. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so toll. Kriegt von mir 4 von 10. Ist halt Standard. Nennt sich hier Dogfight in der englischen Version. Hat hier ein Voting von 1,44 von 5 bei 9 Votes. Am 17. April 2019 ist das erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 5 Reminders. Jo, und dann haben wir den Überschall. Diesen Skin hat sich der sofort auch geholt. Hier haben wir diese 4 verschiedenen Styles. Also schon ein ziemlich umfangreiches, geiles Set mit einem ganz besonderen Special. Und das ist hier hinten dieses Backpack. Das ist ein Kill-Counter. Da kann man dann immer sehen, wie viele Kills hat derjenige in der Runde gemacht, ohne zwischenzeitlich gestorben zu sein. Warum sage ich das jetzt? Weil im 50-50 resettet es sich nach jedem eigenen Tod. Also auf jeden Fall ein mega geiles Teil für 2000 V-Bucks und kriegt von mir deswegen 9 von 10. Supersonic hat hier ein Voting von 3,97 von 5 bei 33 Votes am 17. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem 53 Reminders vor 75 Tagen aus. Letztes Mal im Shop gewesen. Dann haben wir hier diesen Farbenflieger, den Strandbomber und das Farbensternchen. Das war ja bereits gestern im Shop gewesen. Schauen wir doch einfach mal, wie sich hier die Noten in der Zwischenzeit entwickelt haben. Wenn es euch interessiert, Gameplay haben wir ja gemacht.
Könnt ihr oben rechts in der Ecke schauen. Auch das Video mit unseren Bewertungen von gestern ist auch dort verlinkt. Also einfach auf das i oben rechts in der Ecke klicken. Ja, dann schauen wir nochmal rein. Hier haben wir diese Bright Stars. Die haben hier 4,33 von 5 bei 9 Votes. 7 Reminders. Dann haben wir den Beach Bomber mit 4,42 von 5 bei 24 Votes und 167 Reminders. Und dann haben wir den Payload und der hat hier ein Voting von 2,89 von 5 bei 9 Votes mit 4 Reminders. Jo, dann kommen wir zu der neuen Lackierung. Das ist die Strandwelle für 700 V-Bucks. Auch wieder eine animierte Lackierung. Hier bewegt sich das Blau, wie man sehen kann. Der Mauszeiger bleibt stehen. Richtung Strand. Das hier soll wohl der Strand sein. Es geht dann wieder rechts zurück. Also so ein bisschen Flut und Ebbe hier abgebildet. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Wir gucken mal, wie das Ganze hier. Also es sieht ziemlich nice aus. Und da klicken wir uns doch auch einfach mal noch so ein bisschen durch, hier durch die einzelnen Modelle. Auch bei der Pump sehr gut gelungen, muss ich sagen. Wie weit geht's hier? Ja, sieht echt cool aus. Hier. Very, very, very nice. Also gefällt mir echt sehr gut. Auch hier bei der Sniper, also es ist wirklich mal eine animierte Lackierung, die tatsächlich irgendwie auf allen Waffen ganz gut aussieht. Auch hier bei der Deagle. Ja, der Teil hat was. Das Teil hat was. Auf jeden Fall, Leute, der Teil hat was. Geht von mir 9 von 10. Hat hier ein Voting von 4 von 5 bei einem Vote aktuell. Null Reminders derzeit. Oh, jetzt ist noch ein weiteres Vote mit hinzugekommen. Gucken wir nochmal. 4,5 von 5 bei 2 Votes sogar. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.